Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, jetzt heute das erste Projekt von mir, aber auch das letzte Projekt von mir, was ich begonnen habe im vergangenen Jahr. Also kurz bevor ich geschlossen habe, habe ich noch dieses Rad bekommen und wollte es erst schrotten, komplett verwertbare Teile abbauen. Bis dann habe ich mir gedacht, nee, mach's doch andersrum. Baue einfach die defekten Teile alle ab und ersetzt die dann. Dann hast du wenigstens im nächsten Jahr ein günstiges Rad, was du anbieten kannst. So, wie gesagt, da ich das jetzt alles ein bisschen umgestalte und so viele dieser Art Projekte noch im Keller hängen habe, die fast fertig sind, wo ein paar Teile fehlen oder so, kommt jetzt das hier unter den Hammer. Im Grunde genommen verkaufe ich euch nur die Teile, wenn ihr so wollt, den Rahmen. Gibt es quasi immer, wenn ihr so wollt, gratis dazu. Also hier ist es ein Portosa, so hieß es mal, Portosa. Ich weiß nicht viel darüber, außer das, was drauf steht, Made in Italy. Also scheint nicht was ganz Schlechtes gewesen zu sein, aber das war mit Sicherheit auch nicht gutet. Wenn man sich die Schweißnähte so anguckt, diese Würste da drauf. Ja. Also wie gesagt, recht günstig. In der Ausstattung auf alle Fälle ein einfaches MTB, 26 Zoll. Ich zeig's mal ganz kurz. Tada! Portosa. Neu zu erwähnen, neu sind die Reifen, also absolut wie ungefahren, also ungefahren quasi. Vielleicht mit 20, 30, vielleicht 40 Kilometer auf dem Buckel. Ja, aber das war's. Von Kenner sind die Reifen. Halt neu. Der Laufradsatz ist eben völlig in Ordnung, das ist ein schöner Laufradsatz. Colombo CS, Colombo, Made in Italy. Ja, ich habe alles abgebaut, was wie gesagt defekt war oder beschissen war, einfach schlecht war. Schaltung funktioniert, die ist noch dran, Daumenschalthebel, einfache SES, ganz simple Shimano. Daumenschalthebel müssen sein, muss doch Shimano sein, war ja. Griffe müssen neu, Bremshebel müssen neu, Bremsanlage komplett müsste neu. Sattelstütze müsste neu. Jo, Ständer ist dran, dann kann man es bequem auf den Tisch stellen zum Präsentieren, wenn man es mal verkaufen möchte. Steckschutzbleche sind dran. Also im Grunde genommen, ich hätte es eigentlich geschlachtet. Dann ist ein Ersatzteil, das ist mehr wert, natürlich als im Ganzen, im Stück. Davon habe ich noch so viele Räder von diesen Teilen. Schaltwerk läuft, Umwerfer läuft, den Staub und Spinnweben gibt es gratis mit dazu. Wie gesagt, ich komme einfach nicht dazu, die ganzen Sachen aufzubauen. Wenn ich das alles machen wollen würde, was ich alles im Keller stehen habe. Ich will mich echt beschränken auf vielleicht zwei Projekte, die übrig bleiben. Und wie gesagt, 30 Fahrräder, die dann im Laden verbleiben von 200. Also ich muss noch ein bisschen was einstellen. Ja, das ist der Trakt. Das ist eine ganz kurze Kurzvorstellung. Wenn ihr Bock habt, da was dran zu machen oder wenn ihr die Teile braucht, dann fühlt euch frei, das zu ersteigern. Ich werde es versenden. Wahlweise, wenn einer sagt, ich brauche nur den Laufradsatz, nehme ich auch nur den Laufradsatz raus und versende den, dann sind die Versandkosten natürlich günstiger. Ja, also Laufradsatz hält natürlich Luft, also es sind Schläuche sind in Ordnung, die Reifen sind wie neu, ja, absolut, Kombi fahren und die Laufräder sind okay. Und der Zahnkranz ist auch super hinten, also er sieht aus wie neu. Vielleicht ist er sogar neu. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den schon mal gemacht habe. Also weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, das ist eigentlich alles nur noch Geld verschenken im Grunde genommen, was ich hier mache. Jo. Portosa Made in Italy. Wahrscheinlich das schlechteste, was Italien jemals rausgebracht hat. Wie auch immer. Das waren halt die 90er, ne? Ja, und damit verbleibe ich schon mal. Das war es heute für einen Sonntag. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Ersteigern. Da gibt es ja nicht viel zu sagen. Oder fehlt da noch was? Eigentlich nicht. Abonniert einfach, wenn ihr Bock habt.
auf dem Laufenden zu bleiben, was als nächstes da drin kommt oder so. Ja. Ab und zu, wie gesagt, streue ich dann auch oder werde die ganzen Projekte, muss ich auch hinmachen. Ich habe bestimmt 10 oder 20 solcher Projekte, die werde ich dann alle mal so hinballern. Nach und nach, das muss ja auch nicht, vielleicht mache ich da mal an einem Tag dann 3, 4 Stück rein. Also, wenn ihr Bock habt und wissen wollt, wann so eine Dinger rinkommen, die meisten sind echt vorbereitet zum Wiederaufbau, so wie das. Das ist wirklich vorbereitet zum Wiederaufbau. Hier, wo ich jetzt wirklich nur noch rangehen und brauche die ganzen Teile, die ich dann so normalerweise auch in meinem Laden habe, stecke die Dinger ran, baue das alle zusammen und habe ein fertiges Fahrrad. Ja. Privat ist natürlich eine andere Geschichte, da muss man losgehen, sich die Teile besorgen, aber habe ich ja auch gemacht. Also, ich habe, das ist kein Hit bei sowas. Besser so, als diesen ganzen alten Scheiß irgendwie versuchen wieder hinzufrickeln oder so. Das ist alles nichts. Ja, gerade bei so einem Rad, das muss günstig bleiben. Am Ende wäre es ein Verkaufsrad geworden für 120 Euro, vermutlich so in dem Dreh. Na, und hätte man es mit gebrauchten guten Teilen aufgebaut, deswegen 120, 150 vielleicht. Also kriegt man ja auch für sowas im Fahrradladen, wenn es aufgebaut ist. Also, wir sehen uns morgen. Vielleicht, wie gesagt, demnächst werde ich mal pro Tag 2, 3, 4 solcher dieser Projekte vorstellen. Das ist ja schnell gemacht und lade die dann auch an einem Tag hoch. Und dann könnt ihr euch entscheiden, welche ihr kauft, wo ihr Teile von gebrauchen könnt, von welchem Rad. Bis dann verbleibe ich mit freundlichen Grüßen aus Berlin heute am Sonntag. Schlaft weiter. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.